Was ist Physiotherapie? Physiotherapeut Sven Gruber erklärt. Physiotherapie ist ein eher neuer Begriff. Früher sprach man oft von Krankengymnastik. Das hatte den Nachteil, dass es das Berufsbild sowie das Leiden der Patienten oder Patientinnen nicht gut abbildete. In diesem Video erklärt Physiotherapeut Sven Gruber, was unter einer Physiotherapie zu verstehen ist. Zu Physiotherapie gehen Menschen jeden Alters. Warum geht jemand zur Physiotherapie? Einige Gründe: Rückenschmerzen, Sportverletzungen und Unfälle, Gelenkarthrosen, Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Funktionsstörungen am Bewegungsapparat, Schulter- und Hüftgelenkbeschwerden, Halswirbelsäulenschmerzen, Tennisarm, Golferellenbogen, chronische Erkrankungen, Gleichgewichtsprobleme, Atmungsprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme, neurologische Beschwerden, Schlaganfall, multiple Sklerose etc. Hier kann der Physiotherapeut helfen. Physiotherapie kommt aus dem altgriechischen Wort Physis. Dies bedeutet auf Deutsch Natur, Körper oder Dienen. Es umfasst die Themen Pflege, Heilung, Helfen bei Wiederherstellen natürlicher körperlicher Funktionen, Ursachen für körperliche Probleme. Ob eine Heilung oder Besserung der körperlichen Funktionsfähigkeit des Menschen in der Physiotherapie gelingt, beruht auf zahlreichen Kriterien. Körperliche Gegebenheiten, Psyche, Sport und Bewegung, Krankheiten, schlechte Ernährung. Ziele der Physiotherapie: Es soll die körperliche Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Schmerzen sollen versucht werden zu lindern. Beruf Physiotherapeut. In der Schweiz kann Physiotherapeut werden, wer an Fachhochschulen studiert hat oder im Ausland Diplome erworben hat und diese anerkannt wurden. Die Ausbildung umfasst Kenntnisse in Medizin, Naturwissenschaft, Biologie, Chemie, Physik, Sozialwissenschaften, Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Wirtschaft. Physiotherapeuten erhalten ihre Klienten meist aufgrund der Vermittlung von Ärztinnen und Ärzte sowie aufgrund von Empfehlungen. Noch Fragen? Der Physiotherapeut Sven Gruber steht Ihnen gerne für ein klärendes Gespräch zur Verfügung. Mehr Infos zudem auf unserer Homepage www.physiotherapiekreuzlingen.ch.